mit der Itzsteiner Hexe Aurelia unterwegs zum Kräutersammeln. Bärlauch, Giersch und Maikraut sprießen jetzt überall. Wilde Kräuter, nicht nur lecker, sondern auch gesund und voller Vitamine und Mineralstoffe. Unsere Zutaten für unser Hexenmenü mit Itzsteiner Maibowle. Mein lieber Kollege Matthias interessiert sich ja sehr fürs Essen, aber weniger fürs Kochen. Er hat sich die Tage nach Itzstein aufgemacht, in der Hoffnung, dass ihm eine Hexe vielleicht was Leckeres aufs Kräutern zaubern kann. Die wunderschöne Altstadt von Itzstein. Hier gibt es den Hexenturm, den Hexenbuchladen und sogar eine Hexenapotheke. Wäre doch verhext, wenn man hier keine Hexe finden könnte. Sieht jemand eine? Na also, und wer sind Sie? Ja, hallo, ich bin die Stadthexe von Itzstein, Aurelia zu Tichenstein ist mein Name. Das trifft sich sehr gut. Ich suche nämlich eine Hexe, die mir so ein bisschen was über die Kräuterhexenküche erzählen kann. Das gehört ja zu meinen Grunddisziplinen. Mhm. Ja, dann mal los, schwing dich auf deinen Besen, ab geht's. Ja, ich geh zu Fuß. Du benimmst dich aber, sonst verwandle ich dich in eine Dose Bohnen. Auf Aurelias Speiseplan stehen Maultaschen mit Bärlauch und Girschfüllung in Gemüsesuppe. Die Kräuter dafür stehen alle im Garten vor ihrem Hexenhaus. Das hier ist der Girsch. Wenige Meter entfernt der Bärlauch. Aber Aurelia ist auch noch Gebieterin über einen ganz anderen Garten. Das ist mein Generationengarten. Hier lernen auch schon die Kinder, wie es ist, wenn man Kräuter und alles selber anpflanzen kann. Das wissen ja heute die Kinder nicht mehr. Wächst die Erbse jetzt am Stängel oder am Baum? Keiner weiß das. Ja, und bei mir kriegen sie das gelernt. Und für die alten Leute ist es wichtig, dass die was im Garten noch haben. Die haben zwei Kriege überlebt und da sind die ganz froh. Guck mal, wie die strahlen. Oh, wie schön sind sie. Ja, Donnerwetter, herrlich. Ich bin die Stadthexe von Itzstein. Ich bin ja auch schon 406 Jahre alt. Was? Ja, sieht man mir nicht an. Nee, ich bin ja auch für mein Alter noch recht jung. Ich bin 20 Jahre jünger. Das glaube ich aber nicht. Die glauben das, gell? Ja. Eigentlich wäre ja jetzt alles bereit für die Maultaschen mit Bärlauch und Girschfüllung, aber Aurelia hat ein Problem. Ach, meine Güte, mir geht's so schlecht heute. Was hast du denn? Also, ich habe einen Kater. Ich dachte, alle Hexen haben einen Kater. Ja, aber wir hatten Walpurgisnacht, Menschenskinder. So. Was ist denn das eigentlich für ein Fest, diese Walpurgisnacht? Ja, da gehen wir auf einen Hexentanzplatz, da treffen wir uns auf den Brocken und feiern im Grunde den Beginn des Frühlings, vom 30. April auf den 1. Mai. Und da hast du jetzt einen dicken Schädel? Ja, allerdings. Und was hilft da? Am besten weiter trinken. Eine richtig schöne Maibowle, das wäre was. Okay. Na gut, Maikraut wächst ja zum Glück zurzeit in den Wäldern um Itzstein. Das frische Maikraut muss vor der Blüte gepflückt werden und wächst meistens in Buchenwäldern. Meine Kinder wissen, wo es das gibt. Erstmal ordentlich Äppelwoi in die Karaffe. Ein Liter darf schon sein. Dann die Stiele entfernen und das Maikraut kopfüber in die Karaffe hängen. Und das Ganze muss jetzt 20 Minuten bis 30 Minuten ziehen. Dann hat es seine guten Essenzen abgegeben. Und dann füllen wir mit Sekt auf. Ruhig die ganze Flasche dazugeben. Hier steht Waldmeister drauf. Was ist das? Das ist Essenz. Sonst kannst du ja von dem frischen Waldmeister nur 2-3 Tage trinken, dann blüht er. Der kommt raus und blüht. Und die Essenz, da kochst du entweder den Wein oder den Apfelmalen. 1 Liter auf 1 Kilo Zucker. Und dann kannst du das abfüllen in Fläschchen und hast das ganze Jahr noch deinen Maibowle. Wer mag, gibt Zitrone dazu. Und dann kann man direkt mit Wasser verdünnen. Aber nicht so viel. Und wieso steht hier noch eine Flasche Wein? Naja, der Apfelwein ist für die einfacheren Leute und Maibowle mit der Weinflasche, mit dem Weißwein, das ist für das gehobenere Volk. Prost! Stadthexe Aurelia hat mittlerweile Feuer unterm Hexenkessel gemacht. Hier köchelt die Gemüsesuppe für unsere Bärlauch-Girsch-Maultaschen. Und das sind die Zutaten. Girsch, Bärlauch, Petersilie, Zwiebeln, Knoblauch, ein Ei, Parmesan, Pfeffer, Salz, Frischkäse und Mehl zum Abbinden.
Die Zubereitung ist keine Hexerei. Alle Sachen müssen zusammen rein und möglichst gut klein geschnitten werden. Aber jetzt im Frühjahr ist das alles da und ist alles gesund. Bärlauch ist wie Knoblauch. Blutdrucksenkend. Und dabei magenschonend. Hm. Riecht er auch so? Riech? Ja. Der Giersch, der ist gut für die Leber. Wer Leberprobleme hat, kann sich Tee davon brauen. Aber er ist genauso wunderbar als Kraut. Wie Spinat kann man ihn einsetzen und auch als Salat. Aber wir wollen ja heute mal diese gefüllten Taschen. Petersilie ist blutreinigend. In die Schüssel damit. Dazu kommen noch eine rote Zwiebel und eine kleine Knoblauchzehe sowie 100 Gramm Quark oder Frischkäse und ein Ei. Ja, nimm die Nase weg, sonst ist sie ab. Das Ganze pfeffern und salzen, fehlen noch 50 Gramm Parmesan. Fertig. Ja, und wie pürieren wir das jetzt? Ja, hallo, ich bin eine Hexe, ich habe einen Zauberstab. Du hast einen Zauberstab? Ja, logisch habe ich einen Zauberstab. Hier, mein Freund, steck ein. Alles klar. Schon geht's los. Fertig ist die Füllung. Jetzt den ausgerollten Nudelteig radeln. Der besteht aus Mehl, Ei, Wasser und Salz. Dann die Giersch-Bärlauchmasse draufgeben. Und die Maultasche verschließen und mit der Gabel gut festdrücken. Wer den Nudelteig lieber ohne Ei mag, kann ihn auch aus Hartweizengrieß, Wasser, Salz und Olivenöl machen. Jetzt aber ab in den Hexenkessel mit den Maultaschen, die dort 6 Minuten in der Gemüsesuppe ziehen dürfen. Dann kann man sie noch ein bisschen garnieren. Fertig. Giersch, Bärlauch, Maultaschen in Gemüsesuppe à la Hexe Aurelia. Lecker. Darauf noch einen Schluck. Prost. Und jetzt machen wir einen kleinen Verdauungsmarsch über den Hexenturm. Und die Maibohle nehmen wir mit. Übrigens, für Itstein-Besucher macht Hexe Aurelia auch gerne Altstadtführungen rund um den Hexenturm. Ja, dann vielen Dank. Und ich habe nur überlegt, vielleicht könnte ich ja doch mal die mit dem Wein probieren für die Ottolee. Was, jetzt ist aber wirklich gut. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, ich dachte nur, es würde sich vielleicht anbieten fürs Fernsehen. Ja, ich verwandle dich in eine Dose Bohnen, wenn du jetzt nicht aufhörst. Ich dachte nur, es macht sich vielleicht ganz... Hex! Naja, also ich glaube, deine nächste Sendung, die kommt aus der Konserve. Wer Aurelia mal so richtig in Action erleben möchte, der sollte sich den Itzsteiner Hexenmarkt merken. Das ist einer der schönsten Mittelaltermärkte Hessens. Im April 2019 findet er das nächste Mal statt.